So, der Cooper zeigt mir jetzt, wie das geht. I must wait. I need time to do that. No! I will not go back to the sun! More time. I'm not ready yet. Oh, fucking hell, eh? I must wait. Ich hatte keine Tränke mehr. Danke, Cooper! Oh Mann, ey. Efficient. Impressive. I appreciate that. Sehr schön. There are so many ways I can kill you. Well done. Greetings. Nice. So, was ist das Town da hinten? Wanderer Shrine. Waypoint unlocked. Okay. Nice. Und gleich eine neue Nebenquest. Is there a problem? Faces of the Moon. Three workers fled in the night, and by the sound of morale, more behind them. They say the mine is cursed. Maybe it is, but we've a job to finish. Old superstitions say Khazra bones ward against curses. I've never put much stock in old wives' tales, but if it keeps folk from fleeing, I'll wear them myself, huh? I have no men to go hunting, but I have coin. It's yours if you collect some bones. Okay. So, bin wieder raus. Alles klar. Ich danke dir vielmals. Herzlichen Dank. Ich hatte keinen... Da hatte ich jetzt keinen Bock, das jetzt alleine zu machen. Das ist... Da hätte ich bloß wieder geraged bis zum Umfallen. My neighbors. I beg them. Don't trust the voice in the mines. I couldn't make them listen. Hm. My family was suffering. Now they sleep among the stars. Thank you. Gerne doch. Wie hast du das jetzt gemacht? Also wie bist du zu mir gekommen? Hast du auf das Porträt gekriegt und zu mir teleportiert oder wie ging das? Six. Your brother, my uncle, our friends. Eaten alive on the road to what? This place? Enough. I beg you. Enough. Just leave me be. Ja, genau, du bist zurück ins Gebiet gegangen, aber dein Portal war noch in der Stadt. Damit konnte ich mich zu dir teleportieren. Okay. Oh. Ja, das ist übrigens das, was Cooper meinte, wenn du die... Das hat er mir nämlich gesagt, dass wenn ich die Map aufmache,
hätte ich damit gegreetet werden müssen. Ich habe das aber immer ignoriert, weil ich nicht gecheckt habe, was das hier war. Und bin hier unten auf Klaus, weil ich in dem Moment irgendwas nachschauen wollte immer. Dann habe ich mir das nie angeschaut. Also ja, ich claime das jetzt. Okay. Ach so, das gibt's nur mit World Tier 3 hier übrigens. World Tier 2 kannst du alles machen, aber dafür brauchst du World Tier 3, um das hier zu unlocken. Like a Pro geclaimed, bin stolz. Ja, es ist, das war auch harte Arbeit, jetzt gerade zu claimen. Fällt mir eigentlich am Skillpunkt. So, Rapture. Dam, da, da, dam. Warte mal, was muss ich jetzt machen? Collect Khazra Bones. Okay. Oh, das kann dauern. Halt, da ist ein Ohr. 5 Iron Chunks, geil. Khazra Bones, okay. Ha. Aber ich habe gerade gesehen, der Cooper ist Level 50. Das heißt, du hast Max-Level erreicht für World Tier 2. Du hast Max-Level, Max-Level nicht, aber die Welt skaliert nicht mehr mit jetzt. Was echt ätzend ist. Zack. Okay, da unten ist ein ganzer Haufen Gegner. Da jump ich jetzt einfach rein, wie ein wild gewordener Barbar. I'm not ready yet. So, dann haben wir es, glaube ich, ne? Das müssen die letzten sein. Jawohl. Geil. Event ist nearby. Ja, das Event ist mir jetzt egal, wenn ich ehrlich bin. Here the Khazra Bones. Hope this helps. I would buy you an ale if we had anything decent around here. Your payment as promised. Okay. So. Oh, das ist noch ein Quest. Ich meine, die Sidequests sind mega witzig. Aber ich bin mal gespannt. Weil wenn du wirklich die Renowns alle neu machen musst, komplett von Anfang an mit jeder Season, da habe ich halt absolut keinen Bock drauf. Was für ein Buch jetzt hier, oder was?
Was ist das? Bloodstained Letter. My bright ray, I received your last letter from Al-Suda and the gold you sent. I wish you would give us up this mercenary life and come home. Having her is a greater blessing than gold. I have kept little Tuya safe. Search for little Tuya. So, Demon Heart. Das muss da oben irgendwas richtig. Ach, ich komme nicht mehr hoch. Okay. Wo ist Little Tuya? Ist Little Tuya ein Kind oder ist das ein Haustier oder was ist das? Hier ist was. Disturbed Stone. Bring the doll to Tuya. Okay. Noch Quests offen. Nein. Okay. Dann können wir das jetzt hier machen. Er hat die Puppe versteckt. Das ist schon mal cool. Ich habe die Karte unten noch gar nicht ganz aufgedeckt, sehe ich gerade. Offensichtlich war ich hier noch nicht wirklich. Better Ruin. Na gut. Leider sind die Belohnungen auf Tier 2 echt beschissen von diesen Mini-Quests. Ich weiß nicht, ob das besser wird mit den Materialien und den Belohnungen, die du aus diesen Kisten kriegst. Aber so ist das echt relativ wenig. Jego. They brought Taiji down from the gate. Ja, geil. You want to see him? I found Tuji. I'm sorry. No, no. He's not dead. Tuji always goes into a deep sleep after he gorges on salt. It's his favorite treat. Though... where did he get so much salt from? His smile is as wide as his belly. Wait, what? Wait, what? Did sie gelebt noch? What? Okay, ich bin gespannt. Diese Quest wird noch witzig werden, glaube ich. Das sieht mir nicht richtig aus. Das ist 100% Dämon oder irgendwas, der in der Ziege drin wohnt. So, hier, gute Frau, ich hab dein Spinnenkönigin-Herz. Bastard Eaters carved my brother like a side of pork. Light a candle for him and go to bed. What can you tell me of Girondai? It's the safest town this side of the steppes. Good bones. Built on the shoulders of the old empire. You and your coin are most welcome here. Mm-hmm. What of the cannibals at the gates? Ah, the brutes make a little noise, but our mercenaries are the best in the business. They'll have it sorted out very soon. Mm-hmm.
Was passiert eigentlich, wenn die Kannibalen die Söldner bezahlen? I have killed a Spider Queen. Here's a hard as proof. Thank you. I should not have sent you there. Forgive my anger. Perhaps no one else will die there now. Alles gut. Blood and Seed. And Sweat, sorry. Cool, ich habe alle Nebenquests gemacht. Also, habe ich nicht. Ist noch tausende offen wahrscheinlich. Aber die aktiven, die ich angenommen habe, ich alle gemacht. So. Tuya. Ayo, Tuya. Was? Ayo, Tuya. Did my father send you? He never responded to my last letter, and I've been worried. This is yours. My doll. Father kept it. We argued just before I left. He felt it was too dangerous becoming a mercenary. But so was mining in that area. I was going to come home, after I'd saved up enough gold to move him somewhere nicer. Somewhere he didn't have to work so hard. Thank you for returning this to me. Blood and Sweat. Wow, das hat sich wieder gelohnt. Okay, das ist alles weg. Oh, wir haben einen Stash hier, das ist sehr gut. Gott, bin ich froh, wenn in 5 Monaten dann Season 2 kommt und wir endlich einen Jewelry Tab haben können. Weil natürlich braucht man da 5 Monate dafür, um hier einen extra Tab rein zu programmieren. Das sieht interessant aus. Weg damit. Okay. Sorcerer only, Barbarian. Iron Skin Grunts Unstoppable. Das wollte ich eigentlich machen, den Dungeon hier noch. Vendor's Outpost Ruins. Oh wow, jetzt hat er sie aufgeregt. Ich war offensichtlich, ich bin hier oben reingelaufen, glaube ich. Aber gar nicht so viel hier erkundet. Na gut. Einfach fix hier durchrennen. Viel gesünder und viel angenehmer. Rankommen mitnehmen. Endless Harmony dwells within. Carrion Fields, okay. If all of the skeletons have been summoned, then the necromancer's racer skin will summon a skeletal priest who will temporarily buff all nearby skeletons. Return the ancient status to the pedestal. Habe ich wieder irgendwas passiert? Was? I must wait. Verpasst, irgendwas passiert. Lustigerweise, mein Hirn ist heute Matsch. Ja, meins auch. Aber meins ist die ganze Zeit schon Matsch. Ich habe den Ziegenquest gemacht und die Ziege war plötzlich down am Leben. Und ich habe nur gesagt, 100 Pro ist das ein Dämon. Keine Chance ist die Ziege am Leben. Das macht keinen wirklichen Sinn. Ansonsten glaube ich nicht wirklich was.
Was ich nur gesagt habe, ist, dass mir, was mir aufgefallen ist, dass du Level 50 bist. Was bedeutet, die Welt skaliert nicht mit bei dir. Fand die Story witzig, dass die Ziege immer ins Fresskoma fällt, wenn sie Salz isst. Ja, das fand ich, das war witzig, ja. Wo ich so, was? Also ja, in der Salzmine hat sie jede Menge Salz gekriegt, das war genau ihr Ding. Ja, aber davon merke ich aber nichts, dass da nichts mit skaliert. Ja, jetzt, du bist ja jetzt erst Level 50 aktuell, ne? Glaube ich. Also theoretisch dürfte jetzt nichts mehr mit skalieren bei dir. Außer die... diese Dinger, was du reclaimen musst. Achso, wenn man das gibt, Dinge zu, muss ich das machen. Die skalieren immer mit. I must wait. So. Ich habe nicht wirklich weitergespielt. Wir fordern Paragon-System und seitdem weitergezockt. Bin ich gleich gespannt, was du dazu sagst. Ich glaube, ich weiß, was du meinst, weil ich musste ja Diablo-Streams gucken, damit ich meine Items kriege. Und ich glaube, ich habe das Paragon-System gesehen und dachte mir, was zum Teufel ist das? I must wait. Aber sehe ich gleich. Gleich bin ich Level 50. Ich bin echt gespannt. Ja, vor allem habe ich das so toll. Null Geralt. Auf mich gefühlt nur so zwei Sätze. Well. Also, ich möchte nur kurz betonen, ne? Wenn du das Tutorial nicht rallst, dann bezweifle ich, dass ich's rallen werde. Oh, ich hasse diese Insekten. So, okay. Ah, Paragon-System. Hallo? Was? Frage, welches Tutorial? So, okay, gibt's hier ein Tutorial irgendwo? Aha. Geh mal in die Stadt. Jetzt ist mir das einfach aufgebaut, ehrlicherweise. Keine Ahnung, was das getriggert hat. Ja. Bei mir gibt's nicht mal ein Tutorial. Okay, was?
Paragon Starting Note. Okay, Strength, Willpower. Willpower, Strength, okay. Ach, du klickst dich hier praktisch durch, oder wie? Rare Note. 4% Maximum Life, 100% Armor. Requirements not met. 10% Physical Damage, 4% Maximum Life. Bonus. Another 10% Physical Damage if Requirements met. Okay, das heißt, du machst dir praktisch, du vergibst dir vermutlich Punkte und crawlst hier weiter. Glyph Socket, was auch immer ein Glyph Socket ist. Ich find's gut, wenn wir gar keine Hilfe auch ploppt, das finde ich gut. Board Attachment Gate. Ach, es gibt Glyph Sockets, dann habe ich's nur gecheckt. Ich habe keine Ahnung, was ein Glyph Socket ist, weil die Glyphs habe ich nicht gerallt. Okay, na, es gibt hier, jetzt ist es bei mir so ein Glyph Socket. Okay. Hier, und das habe ich, glaube ich, gesehen. Du hast hier Board Attachment Gate. Und wenn du das hier machst, hier, Board Selection, Legendary Note, Hammerhage, Enemies that have been affected by your bleeding for a certain rare notes, bla 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 bla. So. Genau. Und das hier ist praktisch das. Und jetzt kannst du hier nämlich sagen, Rotate Board, und das habe ich gesehen. Und dann kannst du das Board nämlich hier so rotieren und kannst praktisch deinen Entry Point festlegen, wo du praktisch am sinnvollsten hinkommst. Dann hast du hier wieder verschiedene Gate-Punkte und mit den Gate-Punkten kannst du dann praktisch wieder das machen. Das habe ich nämlich gesehen und war ich so, what the fuck? Und die Boards werden random auch generiert dann wieder. Glaube ich zumindest, dass die random generiert werden. Und, Und da kannst du dir den Startpunkt festlegen, da kannst du dich wieder hochcrawlen da, da kannst du von hier unten bis da hochgehen zum Beispiel oder von hier bis da. Also am spannendsten ist das, was du haben willst, wenn die Glyph Sockets zum Beispiel wichtig wären, dann wäre es, glaube ich, so, dass der Punkt hier wichtig wäre und dann kannst du hier schnell zu dem Glyph Socket hingehen. Und dann hier mehr Damage over Time oder sonst was. Und wenn der Legendary Note hier, spannend wäre, dann musst du halt das Board so rotieren am Ende, dass du hier halt schneller hinkommst dann. Ja. Und die kannst du, glaube ich, endlos weiterbauen, diese Dinge. Und kannst du so ein komplettes Schachbrett hier dann haben. Ja, aber das ist mein fixes Board, das nächste. Krass, ey. Das ist also ein ewiges Paragon-Level gefahren mit dann. Vermutlich, ich glaube, da gibt es keinen Cap. Und du kannst es halt ewig weiter ausbauen dann. So, was mache ich denn hier? Ich würde sagen, hier 5 Stärke, oder? Okay. So, Gateboards allow you to add additional Paragon Boards, genau. Paragon Starting Node. Was ist das hier unten dann? Ach, okay, check, Moment, das ist, was du meintest jetzt. Du hast hier diese Glyphen, hast du hier. Das heißt, wenn du so ein Glyph-Socket freigeschalten hast, dann kannst du die hier so reinpacken dann. Okay, da, check, jetzt habe ich es verstanden. Jetzt weiß ich, was du mit dem... Ich habe mich gefragt, okay, musst du das farmen? Ist das ein Item? Aber nee, ist das hier Glyphs, das habe ich nicht gesehen gerade. Next... Magic Glyph. Radius size 2. Next Radius increase at level 4. For every 5 willpower purchased within range, you gain increased damage. Okay. Radius size 2. Next Radius increase at level 4. Das mit dem Radius check ich nicht ganz. Ist das dann, wenn du den Glyph Socket hast, dass du alles außenrum dann praktisch freischalten tust? Oder wie ist das? Power. Next Radius increase at level 2. Radius size 3. Rare Glyph. Ja doch, Radius. Das ist das, wenn du praktisch hier den Sockel reinballerst, dann kriegst du praktisch alles, was hier außen rum ist. Nee, da steht mir der Bonus. Ja, schau, was ist denn Radius size dann? Next Radius increase at level 15.
Ja, innerhalb des Radios. Also das ist ein Radius heißt, der Bonus und jetzt sind allen Nodes innerhalb des Radius. Ah, check, jetzt also Radius Size 2 ist das hier, das ist halt 1, 2, so jetzt. Und alles, was 5 Willpower ist, bekommst du 1.1%, das heißt, wenn hier jetzt irgendwo Willpower wäre, was hier jetzt natürlich nicht ist, hier 5 Willpower, dann kriege ich, wenn ich den hier skille, kriege ich 1.1 Dingens Crowd Control Damage. Genau, 1.1% Increase Crowd Control Damage. Check, jetzt habe ich es verstanden. Okay. Jetzt, okay. Oh mein Gott. Aber gut, ist nicht so ganz so kompliziert wie der Skill Tree in Path of Exile, der mich komplett überfordert hat. I'm not ready yet.